Ich kann es mich doch nicht entscheiden. Bist du dir uneins? Ja, ich habe mich aber jetzt entschieden. Okay. Dann habe ich zumindest für alles ein Zielwerk hier. Ich glaube zwar, es war die falsche Entscheidung, aber... Wobei es geht, zu meiner Elben passt das. Guck mal. Geht doch eigentlich auch, oder? Ja. Finde ich persönlich fast sogar noch besser als das weiße Kleid. Was? Ja, das weiße Kleid ist halt eher so für oh, bin ich runterfallen? Feierliche Anlässe, aber nicht jetzt so für... Gerade dann nehme ich erstmal das Weiße. Also wirklich. Das Weiße ist schön. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht schön ist. Mir gefällt's. Ich hätte halt gern ein weißes Pferd. Dann sehe es besser aus. Es wirkt halt nicht auf einem schwarzen Pferd. Ein schwarzes Hottehüt passt halt nicht. Es liegt nur am Pferd. Super, das arme Pferd. Pferd, färb dich schwarz. Los, Pferd weißes Apfelmus. Was? Pferd? Du hast das sogar gesagt? Pferd... Färb dich schwarz, werd weiß ab. Ja, was denn? Hallo? Das ist ganz verwirrt. Nein, gar nicht. Färb dich schwarz, werd weiß. Das ist am Arm. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja eine Weisheit, die ich mir echt merken muss fürs Leben. Fürs Leben. Ja. Nee, es dauert ja nicht mehr lang, bis ich mein weißes Pferd kriege. Also was heißt lang? Na gut, ich spiele mit dir. Bis Bre dauert es ein bisschen. Ich halte dich nicht auf. Ich halte dich nicht auf. Ja, ist so. Ja doch, weil wir zusammen spielen. Ich mach das ja gerne mit dir. Also ich finde mein weißes Kleid schön und das passt. Fang an zu schimmeln, los! Ja! Oh Moppa, der ist ja noch besser. Fang an zu schimmeln! Ja! Der ist gut! Der ist richtig gut! Los, Pferd! Fang an zu schimmeln! Da oben ist eine Erzader, also Kupferader. Willst du oder soll ich? Wenn du magst, nimm. Okay. Pferd, schimmel schneller. Okay. Da ist noch ein Bär. Böhr. 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 Ich habe irgendwie Lust auf die Bärenbrüder wieder. Das Doofe ist, ich kann auf meiner PlayStation 3, die ich oben im Schlafzimmer stehen habe, kein Disney Plus gucken. Kann ich nur auf der PS4, die steht aber hier unten. Und ich penne sicherlich nicht im Keller. Nicht im Winter. Und vor allem nicht, seit wir den Hund haben. Hier kriegt man kein Auge zu. Ja, ist so. Sein Wauziwo pennt. Aber Wauziwo pennt der leider nicht lange. Also ich brauche noch 2 von diesen Beeren. Und du? Was? Von dem Fleisch? Ja, von dem Bärenfleisch brauche ich noch 2. Noch so, 4. Ja, du hast 4, ne? Ne, ich brauche noch 4. Ich habe 2. Von 6. Jetzt habe ich 3. Weißt du, du tötest Zwerge, die werden mir zugezählt. Ich töte Bären in deiner Neo, die werden hier nicht zugezählt. Seltsam. Wirklich seltsam. Verrückt. Also ich brauche nur noch einen Bären. Der ist hier hinten, komm mit, nicht, dass dir der Bär fehlt. Ich bin auf dem Weg. So, das nur länger. Ich habe alle. Ah ne, der hat keins gedroppt für mich. Na toll. 2. Kackbär. Kack der Bär an, ne. Bäri. Komm her, du kleiner Bär. Komm her, du kleiner Babybär. Wollen wir noch eben hier den Krieger machen? Das steht grad hier. Ja, nee, wir kriegen da eh gleich mehr als genug von. Da hinten ist eine Kupferader für dich. Du solltest aber erstmal in der Nähe bleiben. So, 6 von 6. 5 von 6. Ah ja, da ist ja noch einer. Und deine Kupferader. Ja, mein Blitz ist woanders hingelenkt worden. Okay. Ah, hier ist verschwindet sie. Was? Ja, die Erzader war da noch eine ganze Weile vorhanden, deswegen. Oh. Ne, hab's aber abgebaut. Das ist. Oh, ich mag die Musik. Shazam! Sozusagen. Sozusagen. Das ist wieder eine Kupferader. Die gehört dir. Okay. Sehr liebensgewürzig von dir. Oh. Ihr sagt, dass ihr Frieden wollt und wir haben euch Frieden gegeben. Ruht in Frieden. Ah ja. Kein netter Zwerg. Ah, jetzt. Ich muss das Schildchen noch aufnehmen. Dieser Blitz immer. Ich finde den cool. Ja, cool ist er auf jeden Fall. Du machst den rechten? Jupp. Wie sehr es mir Ewigkeiten dauert, bis man Zauberer ankommt. Oh, ich will auch wieder was töten. Ah. Was kann ich für euch tun? Seid ihr hier, um mir zu helfen? Mein Freund Avatar wurde von Billwissen entführt. Ich bin ihnen bis zu diesem Lager der Zwerge gefolgt. Sie halten ihn oben in den Klippen gefangen, die den Tiefland vom westlichen Hautlin trennen. Ich habe versucht, ihn zu befreien, aber es waren zu viele. Die Zwerge haben mich bis hierhin verfolgt. Ich zweifle nicht daran. Es ist zu spät. Sie sind da. Oh. Ah, der hält den Strumpfhosen. Nee, nee, nee. Lord Helmchen auf Wish bestellt. Ich links, du rechts. Ja. Also, jetzt. Umgekehrt. Jetzt ist auch egal. Auch egal. Und wir haben ihn erfolgreich verteidigt. So, ich schimmelst du jetzt endlich mal? Ja, es sieht gerade noch nicht so aus. Na, schade. Hätte er sein können. Ich dachte, ich versuch's mal. Ja, versuch was wert, ne? Das stimmt. Oh, ich mag die Musik. Die hat irgendwie was hier. Probieren geht über Studieren, das stimmt. Wann ist es denn dunkel geworden? Ja. Man kriegt irgendwie gar nichts mehr mit. Das Hotel ist dunkel. Dunkel ist es irgendwie immer. Hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel. Hell, dunkel. Hell, dunkel. Das Hell-Dunkel-Mythos. Fair. Hab Dank für dieses Bärenfleisch. Ich werde mich darum kümmern, dass es ordentlich gesalzen und für die Wintermonate aufbewahrt wird. Schutz bei der Jagd. Ah gut, das dürfte den Grimmhans eine Lehre gewesen sein. Ihr habt uns einen großen Gefallen getan. Nun kann sich Gondamon die kommenden Wintermonate in Sicherheit wiegen. Lasst mich einmal, einmal nachschauen, ob ich eine angemessene Belohnung für euch finden kann. Als die Sonne unterging. Wow. Klingt nach Sesamstraße. Findest du? Ach du grüne Nonne, was habe ich denn hier alles im Inventar? Aber ich muss einmal kurz gucken, ob ich irgendwas habe, was ich brauchen kann. Neun. Nee, das nicht. Mal sortieren, bitte. Habe ich denn so viel Schrott eingesammelt? Das weiß ich auch nicht. Auch nicht. Drinnen, draußen, drinnen, draußen. Ja gut, stimmt. Stimmt so ein bisschen. Hier kann ich eigentlich alles verkaufen, was ich hier drin habe. Oh. Was benötigt ihr? Gehe ich mal verkaufen, ne? Ach, lass mal, ne? Huch. Egal. So wichtig wird es nicht gewesen sein. Rein, raus, rein, raus. Das ist ja was anderes als die Sesamstraße. Das ist nicht so kinderfreundlich. Nicht ganz, nein. Nicht ganz kinderfreundlich. Okay, reparieren muss ich noch nichts. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Auf und nieder, immer wieder. Genau das. Genau das. Ich grüße euch. Abotai wird also in diesem Lager gefangen gehalten. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Aber die, bestätigte Befürchtung von Meister Dorugo... aber dies bestätigt die Befürchtung von Meister Dorugo. Oh Gott. Kann ich nicht mehr lesen. Die Zwerge stecken tatsächlich hinter der Gefangennahme von Abotai. Es ist an der Zeit, um Matti Starkhand, den Fürsten von Gondamon, mit diesen Neuigkeiten zu konfrontieren. Wenn er seinen Zwergen nicht befiehlt, Abotai freizulassen, ist meine Aufgabe als Abgesandter erledigt. Dann wird es Krieg geben. Es kommt auf die Geschwindigkeit an und auf den Weg dazwischen. In der Sesamstraße ist das eine Haustür. Alles andere sind die schmutzigen Gedanken der Leser. Oh, wie recht du hast, ey. Das kann ich gebrauchen. Matti hat mir heute Morgen in die Augen geblickt und geschworen, dass die Zwerge stolz darauf sind, die Elben von Dwylund als Nachbarn zu haben. Eine solche Verlogenheit und das ohne mit der Wimper zu zucken. Ich dachte, es wäre ehrlicher. Er wäre ehrlicher, aber ich hätte es besser wissen sollen. Kein Zwerg ist vertrauenswürdig. Wenn ihr Kunstwerk oder historische Artefakte besitzt, die ihr haben möchtet, geht zu Matti Starkhand und fordert von ihm, dass er seine Zwerge befiehlt, Abotai freizulassen. Wenn er Krieg will, soll er ihn haben. Folgendes müsst ihr ihm sagen. Ich habe vermutlich nicht genug Beherrschung, um mit jemandem Unehrenhaften zu sprechen, ohne ihn zu schlagen. Ihr findet Matti auf der obersten Ebene von Gondamon. Beeilt euch, möglicherweise müssen wir sofort nach Dwylund zurückkehren, um uns auf den Krieg vorzubereiten. Möglicherweise müssen wir das. Eventuell. Rein hypothetisch gesehen. Genau. Ach, da ist noch eine Quest. Das habe ich befürchtet. Ich wollte es nur nicht wahrhaben. Dieser Schild ist ein stummer Zeuge des Verrates der Grimmhands. Ihr habt meinen Dank für diese dunklen Nachrichten. Bitte schenkt mir Gehör. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen, doch eure Neuigkeiten sind schlecht aufgenommen worden. Diese widerwärtigen Grimmhands, wie können sie es nur wagen? Gelliel ist zu ihnen gegangen, um Friedensverhandlungen mit ihnen zu führen. Aber sie haben ihn wie ein Bilbis niedergestreckt. Ich werde mich rächen. Unsere Ältesten haben ein Auge auf mich, da sie mein Temperament nur zu gut kennen. Ich kann gegen die Grimmhands nicht selbst antreten, aber ihr... Vor einer Weile kam ein Elb hierher, um Informationen über die Grimmhands zu sammeln. Er dachte, sie würden so Schreckliches im Schilde führen. Glamir nannte er sich. Ich sandte ihn durch den Wald nordöstlich von Gondamon. Sucht ihn auf, vielleicht weiß er, wo sich Skitty Schwarzhand aufhält. Er ist der Anführer der Grimmhands in einem befestigten Lager im Osten. Wahrscheinlich wurde mein Bruder auf seinen Befehl hin getötet. Schwarzhand ist grausam und unbarmherzig. Sucht Glamir auf, um von ihm zu erfahren, wo sich Skitty aufhält, und rächt euch für mich an Skitty. Was bringt ihm das, wenn andere Leute seine Rache ausführen? Ja, eigentlich ihm nichts, ne? Nö. Und hallo Matti. Hört mit euren Anschuldigungen auf. Mein Volk ist für euren vermissten Prinzen nicht verantwortlich. Eure Anschuldigungen und euren Ton beleidigen mich. Euer Elbenprinz wird in dem Lager im Norden gefangen gehalten. Ah ja, das erklärt so einiges. Wisst ihr, mein Volk sind Langbärte. Eine ehrenhafte Familie aus der Linie Durins, dem Urvater der Zwerge. Die Zwergenlager im Norden war mir und meinem Volk schon immer ein Ärgernis. Es wurde von Grimmhands errichtet, einer durch und durch unehrenhaften Zwergenfamilie aus der Linie der bösen Skorgrim-Grimmhand. Es mag sein, dass Abotai von Zwergen entführt wurde, aber nicht von meinen. Die Schuld ist bei den Grimmhands zu suchen, die mir ebenso ein Dorn im Auge sind wie euch. Werdet ihr mir helfen? Jemand aus eurem Volk würde den Unterschied zwischen Durins Volk und den Grimmhands nicht verstehen. Wird meine Zwerge bei dem Versuch scheitern, den Elbenprinzen zu befreien, so würdet ihr Elben annehmen, dass wir mit den Grimmhands gemeinsame Sachen machen. Und dann? Krieg zwischen Zwergen und Elben? Nein, das darf nicht geschehen. Dieser Versuch muss von jemandem unternommen werden, den sowohl die Elben als auch die Zwerge vertrauen. Es gibt einen Menschen, einen Waldläufer aus der Wildnis im Osten, der unseren beiden Völkern schon häufig geholfen hat. Er ist ein Meister in der Kunst des Jagens und Anschleichens. Such den Waldläufer Langlass in der Jagdhütte östlich von hier. Ich kann nur hoffen, dass er diese große Verantwortung übernehmen wird. Ui. Ui. Okay. Sammelt Wolfsfälle. Okay. Ui! Ui! Oh, yeah, Doppelbruch, Dreifachbruch. Super. Dreifachbruch, ja. Weißt du, erstmal 30 Knochen gebrochen und dann noch gegen den Wolf kämpfen. In diesem Fall war es ja das Pferd, nicht wir. Das arme Pferd. Das halt schon wieder. Trotzdem, das arme Pferd. Ja. Okay, besonders viele Wölfe sehe ich jetzt hier aber gerade nicht. Da ist noch einer. Natürlich hat er nichts dabei. Also eigentlich müssten uns die Pferde weglaufen, so wie wir sie behandeln. Eigentlich ja. Ach guck mal, ist schon wieder alles in Ordnung. Oh Mann. Die armen Dinger. Die haben bessere Herren verdient als wir. Nun. Besser sind die aber gerade nicht. Weißt du nicht. Vielleicht die Zwerge? Ja, die brauchen kleinere Pferde. Wie viel hast du? 2. Okay. Du? 4. Was? Ja. Cheater! Schiebung! Ja, das war genau wie gerade mit deinem... Schiebung! Was wir davor gesammelt haben. Schiebung! Schiebung! Das habe ich auch ganz gekriegt. Ha! Gerechtigkeit. Ja, für was? Schiebung! Ja klar, du mit deiner Schiebung immer. Und hast du alle? Nö. Haha! Ja, ja, Gerechtigkeit, schon klar. Ja. Jetzt fehlt uns nämlich bei nur noch einer. Haha, vollständig. Auch. Scheiße! Gerechtigkeit. Oh. Weiß Gerechtigkeit. Du gehörst nicht mehr zur Gerechtigkeitsliga. Nicht? Nee. Und du warst noch nie drin. Klar, ich habe sie gegründet. Ah, so. Ist klar. Hm. Klar, soweit. Ja. Ja, ja, sowieso, sowieso. Oh Gott, so viel zu lesen. Scheiße. Alter, so viel zu lesen. Okay. Seid willkommen. Hierher in meiner alten Heimat verirren sich nur wenige Besucher. Aber ich bin sicher, dass ihr nicht gekommen seid, um euch alte Geschichten anzuhören. Was führt euch in diese verfallenen Hallen? Ihr sagt, dass böse Unholde in den Hügelgräbern nordöstlich meiner Heimat herumstreifen. Es ist in der Tat gut, dass Gelfin euch Zimmer geschickt hat. Und für den Elmstein. Ich habe eine Aufgabe für euch, falls ihr dazu bereit seid. Nein. So, ihr Hübschen. Ich wechsle aber erstmal die Location. Ich wechsle mal aufs Handy. Da kann ich noch ein bisschen Tales spielen. Mach das und viel Spaß bei Tales. Kannst du mir berichten, wie weit du gespielt hast schon? Oder wo du gerade bist? Wer geht? Hybrid. Ah, okay. Ja, Hybrid, viel Spaß beim Zocken. Ich grüße euch. Mein Bruder Callingil hat euch geschickt. Ich fürchte, meine Brüder und ich haben das Ausmaß der Schändung dieser einst so reichen Lande weit unterschätzt. Selbst mit eurer Hilfe könnte es schwierig werden, die Ausbreitung des Bösen einzudämmen, von seiner Vernichtung ganz zu schweigen. Nichtsdestotrotz bin ich euch für euren Beistand dankbar. Wenn ihr euch ein wenig ausgeruht habt, dann lasst uns darüber nachdenken, wie wir am besten gegen diesen kummervollen Fluch vorgehen können. Ich gehe nicht, ich wechsle nur, wo ich euch zuschaue. Ja, trotzdem, es kann ja sein, dass du relativ schnell einschläfst. Und wenn du einschläfst, kann man dir nicht mehr Gute Nacht sagen und, ne? Und so weiter und so weiter. Ist Gitti Schwarzhand? Ja, ich habe tatsächlich von ihm gehört. Gleich hinter den Haupttoren des Grimmhandlagers im Norden. Dort habe ich ihn gesehen. Gebt acht, denn innerhalb der Mauern des Lagers werdet ihr es nicht leicht haben. Oh. Ich habe für wahr schlechte Nachrichten. Ich habe die Wurzel des Bösen an diesem Ort entdeckt. Es scheint, dass in den Jahren des Krieges zwischen Arno und Angmar der Hexenkönig grausame Geister entsandt hat, um Unruhe unter den Knochen der Toten in den Grabhügeln der Edaid zu sehen. Wir dachten nur, die Grabhügel der Hügelgräberhöhen in Cardolan seien damals verhext worden. Doch leider war dies ein Irrtum. Unheule machen unser Land unsicher und wir wussten nichts davon. Bitte vergebt mir, aber ich muss euch bitten, gegen diese furchtbaren Kreaturen zu kämpfen. Sorgt dafür, dass in Haudlin wieder Ruhe einkehrt. Ich werde mir in der Zwischenzeit überlegen, wie das Land für immer von ihnen befreit werden kann. Seid gegrüßt. Im östlichen Haudlin gibt es einige uralte Hügelgräberstätten der Edain. Menschen, die hier einst gelebt haben. Man hat uns berichtet, dass diese Hügel und Hügelgräber von bösartigen Unholden heimgesucht werden. Diese Kreaturen sind Leichen, die von grausamen Geistern beseelt werden. Nicht von den Überbleibseln menschlicher Seelen. Sie sind daher hoffnungslos böse und es ist unsere Pflicht, sie ohne Wenn und Aber zu vernichten. Ich weiß nicht, warum die Kreaturen sich in diesen dunklen Zeiten hier herumtreiben. Denke aber, dass da irgendwie der Feind dahinter steckt. Nun, wie dem auch sei, ich bitte euch, die Körper dieser elenden Kreaturen zu vernichten und ihre Geister in den Schatten zurückzuschicken, aus dem sie gekommen sind. Puh. Ja, ist schon viel zu lesen, das stimmt. Ja. Aber gehört ja nochmal dazu, ne? Es kommt ja letztendlich alles auf YouTube. Also, ich muss diesmal lesen. Ich kann diesmal nicht sagen, nee, das lese ich diesmal nicht. Außer die unwichtigen Sachen. Tutorials lese ich zum Beispiel auch nicht mehr. Dieses Land wurde schon früher heimgesucht. Zuerst von den Zwergen mit ihrem Burgfried auf dem Hügel und erst kürzlich von Halborgs und Gräberien. Jetzt sind grausame Spinnen ins Land gekommen, vernichten die hier lebenden Tiere und bedrohen Reisende. Zum Glück wurden diese üblen Kreaturen bislang nur ganz oben in den nordöstlichsten Teilen von Haudlin gesehen. Aber es wäre besser für diese Lande, wenn sie überhaupt nicht hier wären. Findet die verderbten Spinnen und vertreibt sie aus ihren Nestern im Haudlin. Talat Ondren, das Gebiet von Haudlin im Osten, war einst in Westron als Hain des Schiffsbaus bekannt. Dort wurden in längst vergangenen Zeiten viele der berühmten Schiffe der Elben gebaut. Und die Verderbtheit, die nun über diese Gegend liegt, ist viel stärker, als ich oder meine Brüder es uns vorgestellt hatten. Etwas Heimtückisches und Böses lauert jetzt dort. Es muss etwas getan werden, wenn ihr mir helfen wollt. Dann sucht die Spinnen, die Talat Ondren im Osten von ihr heimsuchen und sammelt die klebrigen Spinnendrüsen, mit deren Hilfe sie ihre Opfer einfangen. Ich werde etwas Zeit brauchen, aber ich werde eines Tages herausfinden, wo diese Schreckensgestalten ihre Kräfte gewinnen. So, bin jetzt am Handy. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh Gott. Oh, und der hat auch zwei Quests. Alter, Falter. Wie viel Text wollen sie haben? Ja. Heda, ihr dort! Vielleicht könnt ihr mir helfen, einen kleinen Streit zu schlichten, während ich in den Hügelgräber nordöstlich von hier nach einzelnen Schmuckstücken suchte. Sah ich einen alten, knochigen Unhold in den Bergen umherwandern. Zum Glück hat er mich nicht bemerkt. Aber allein sein Anblick ließ mein Blut zu Eis gefrieren. Nun glaubt mir, dass mein Freund Geltier hier allerdings nicht, aber behauptet, es gäbe keine Grabunholde in den Bergen der alten Edain. Aber er ist nie weiter als bis zu denen in der Nähe von Gondamon gegangen. Und dies scheint nicht heimgesucht zu sein, sondern nur ein bisschen weiter nordöstlich. Er sieht tapfer genug aus, um mit einem Unhold oder auch Zweien fertig zu werden. Vielleicht würdet ihr euch in diese Berge wagen und eine Trophäe mitbringen, damit ich beweisen kann, dass ich mir das nicht eingebildet habe. Ich werde euch diesen Dienst auch entlohnen. Ach, kurz was trinken. Mach das. Einmal die Stimme ölen. Ja. Ist aber echt eine Menge Text. Ist es. So. Darf ich euch vielleicht kurz belästigen? Mein Freund Bersi ist allein losgegangen, um in einem Hai nordöstlich von Keleduil Kräuter zu sammeln. Ich habe ihn vor den gefährlichen Spinnen in der Gegend gewarnt, aber er hat nicht auf mich gehört. Und Bersi ist ein guter Kerl, ein ausgezeichneter Koch, aber manchmal ist er ein richtiger Dummkopf. So langsam wird mir Angst und Bange. Macht euch auf die Suche nach ihm und zerstreut meine Zwergensorgen. Würdet ihr das tun? Ich bin mir sicher, dass er bloß die Zeit vergessen hat. Dennoch. Das Spinnennest befindet sich nordöstlich von Keleduil. Ich würde euch jedoch raten, einen Bogen um den Hafen zu machen, da sich dort diese verdammten Grimmhans aufhalten. Oh, ich bin fertig mit Lesen. Yay. So. Jetzt einmal kurz Aufgaben in der Nähe. Perfekt. Das eine ist da ganz oben. Okay. Warte mal kurz. Okay. Okay. Kurze Frage, wollen wir jetzt hier Schluss machen? Weil es ist gleich halb und... Naja, ja gut, können wir machen. Weil ich besichtige morgen meinen neuen Arbeitsplatz, den ich ab Ende März haben werde. Und dann möchte ich da nicht so ganz verpennt hinkommen. Aber wieso? Das ist so praktisch. Nee. Doch, voll gemütlich. Dann ist man morgen erstmal nur gucken und... Naja, aber trotzdem. Hm. Oh, der hält so Strumpfhosen. Ja. Nenn mich Magneto. Magneto auf Wish bestellt. Genau. Ja, der Tanz ist aber auch nicht gerade High-End. Doch, klar. Finde ich nicht. Ich finde den mega. Ich finde den mega stylisch, ja. Das, ja, also Standard. Das ist der schönste Tanz, den es gibt. Ja, aber hast du aber nicht gekauft. Nö. Ach, der ist im Spiel enthalten, den hast du, glaube ich, auch. Nein, tue ich nicht. Besser wie der von Herbert, das stimmt. Besser wie der von Herbert. Der Herr Herbert. Das hier ist auch noch ein Tanz. Kommt mir nur was für einer. Der ist auch noch in Ordnung. Oh Mann. Also von allen Tänzen, die man hier hat, ist der hier ja am besten. Ich habe auch auf Tanzen geklickt und der klatscht einfach nur permanent. Ja, das ist der erste Tanz. Schauen wir mal. Oh mein Gott. Zack, 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 zack. Ach Gott, hör auf. Gar nicht, ey. Dann noch in diesem Outfit, das ist ein Männerballett, ey. Oh Gott. Oh, mach normal, bitte. Na gut, das war das jetzt. Ich glaube, warte mal, hier, da, zack. Ach, dass ich das immer hier 10.000 Fenster öffnen. Da, da, da. Ich glaube, der war das. Ja. Yeah. Welcher Tanz ist das? Der zweite? Das ist Tanzen 2, ja. Mach mal Tanzen 3. Okay, warte. Jetzt kommt wahrscheinlich der absolute Oberbrüller. Tanzen 3. Nein! Ach du Scheiß drauf! Oh Gott! Ich bin auf die ganze Mittelerde verbannt, ey, dafür ehrlich. Das habe ich auch. Oh nee. Okay, dann musst du aber einmal ganz kurz warten, damit ich uns gleich einmal kurz in die Diktiere packen kann. Das machen wir aber gleich offscreen. Ich muss einmal kurz umloggen. Weil dann kannst du mich einmal kurz einladen und ich kann, ne? Nee, ist offscreen. Du machst doch noch weiter, oder nicht? Nö, das hier ist unser Schar. Hier mach ich doch nicht weiter. Ja, mit dem anderen aber. Nö. Oder gehst du jetzt komplett auch raus, oder wie? Jo, eigentlich. Okay. Na gut, wir können das dann so noch uns streamen machen, dann kann ich noch. Nein, ich muss ja jetzt. Ne? Ist ja nochmal so. Deswegen sage ich, dann lass uns das einmal schnell machen mit der Gilde. Dann würde ich nämlich nur einmal kurz hier rüber switchen. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt da irgendjemand wach ist, den man raiden könnte. Doch, klar, da haben wir doch jemanden. Da habe ich doch jemanden. Ich weiß, wo ich euch hinstecke. Was für eine Frage. Huch. So, nächster Stream ist auf jeden Fall morgen. Morgen gibt's Tales. In der Hoffnung, dass wir morgen Tales durchspielen.